Unter dem Motto Jede Stunde, jede Klasse revolutionierte die Deutsche Bundesbahn 1979 das Intercity-System. Wie die Züge damals ausgeschaut haben und wie sie sich entwickelt haben, das zeigt dieser Film. Viel Spaß dabei. Und damit herzlich willkommen, liebe Eisenbahnfreunde, zu einem weiteren Video, heute mit dem Thema Intercity 1979, das Motto Jede Stunde, jede Klasse. Bereits im September 1971 führte die Deutsche Bundesbahn die Intercity-Züge ein. Damals hatten die Züge nur die erste Wagenklasse und verkehrten in einem ungefähren 2-Stunden-Rhythmus auf 4 Linien zusammen mit den Trans-Europ-Express-Zügen. Man stellte aber mit der Zeit fest, dass doch die meisten Reisenden die zweite Klasse bevorzugen, nicht nur aufgrund des Preises anscheinend, hat man eben gemerkt, dass die Schnellzüge, die D-Züge, weiterhin die Hauptlast an Reisenden befördern. So versuchte man ab dem 31. Mai 1976 bereits 3 IC-Zugpaare mit der zweiten Klasse auszurüsten. Weitere folgten dann auf der Linie 4 von München nach Bremen. Auch diese Züge hatten dann die zweite Klasse mit im Zug. So war es nur die logische Konsequenz, auch alle Intercity-Züge mit der zweiten Klasse auszurüsten. Die Züge bildete man dann in der Blockbildung, das heißt, die erste Klasse befand sich in einem Teil und die zweite Klasse dann im anderen Teil des Zuges. Getrennt wurden die beiden Klassen dann durch den Speisewagen. Ganz klassisch fuhren die erste Klasse Wagen am Anfang in der rot-beigen Lackierung und die zweite Klasse Wagen in der ozeanblau-beigen Lackierung. Die Züge verkehrten auch weiterhin auf 4 Linien kreuz und quer durch Deutschland. In 5 sogenannten Korrespondenzbahnhöfen hatten die Reisenden am selben Bahnsteig die Möglichkeit, den Zug zu wechseln. Dabei hielt die erste Klasse auch gegenüber der ersten Klasse des anderen Zuges, ebenso die zweite Klasse gegenüber der zweiten Klasse des anderen Zuges. So war ein Einsteigen bzw. ein Umsteigen für die Reisenden sehr leicht zu vollbringen. Die 5 Korrespondenzbahnhöfe waren Hannover im Norden, im Westen war es Dortmund und Köln, im Südwesten Mannheim und im Süden dann Würzburg, wo sich 2 Linien begegneten und somit die Verbindung in die andere Richtung herstellten. Sehr nützliche Taschenfallpläne brachte die Deutsche Bundesbahn zum IC-Netz heraus. Hier sehen wir einen solchen. Wir sehen die 4 verschiedenen Linien über Deutschland verteilt in den entsprechenden Farben. Dieser Plan ist jetzt in der Nord-Süd-Richtung ausgerichtet. Ich zoome mal etwas näher heran. Und da sehen wir hier Nürnberg. Hier ist Würzburg mit den beiden Linien, die sich hier zusammentreffen und am Bahnsteig gegenüber umgestiegen werden konnte. Es war alles auf einen Blick ersichtlich. Man sieht aber auch in Nürnberg,
dass die Linien getauscht worden sind. Das heißt, es fuhr nicht nur die blaue Linie über Nürnberg, sondern ab und zu auch mal ein Zug der gelben Linie. Genauso sehen wir das dann in anderen Bahnhöfen auch. Ich fand, es war ein sehr, sehr übersichtlicher Plan. Konnte man locker in die Hosentasche stecken und war immer informiert über seinen Zug. Die klassischen Zugloks der Züge waren natürlich die Lokomotiven der Baureihe 103. Diese wurden dann ergänzt durch die Lokomotiven der Baureihe 120. In den späten 80er Jahren kamen die zum Zug. Des Weiteren sah man auch gelegentlich Lokomotiven der Baureihe 111 vor den Zügen. Manche Intercity-Züge wurden auch über ihren Endpunkt hinaus verlängert. Und da kam zum Beispiel Richtung Saarbrücken auch mal eine 181 in den Genuss, eine Intercity zu ziehen. Oder es gab sogar auch eine Leistung von Freilassing nach Berchtesgaden mit einer 144.5. Außerdem gab es Intercity-Züge, die auf nicht elektrifizierten Strecken verkehrten, zum Beispiel nach Westerland auf Sylt. Da bediente man sich dann zwei Lokomotiven der Baureihe 218. Auch österreichische Lokomotiven gelangten vor den Intercity-Zügen zum Einsatz, so gerne auf der Linie von Wien, das waren dann meistens auch Eurocity-Züge, von Wien über Passau, Nürnberg, Würzburg bis Frankfurt gab es Lokomotiven der Baureihe 1044 der österreichischen Bundesbahn zu sehen. Beobachten wir nun einen klassischen Intercity-Zug der ersten Stunde bei der Ausfahrt aus Nürnberg Hauptbahnhof. Die Wagen möchte ich euch jetzt mal einzeln im Modell vorstellen. Ich bediene nämlich da der 218-476, die mir den Zug jetzt mal langsam vorbeiziehen wird. Das ist jetzt keine typische Zusammenstellung eines Intercity-Zuges, sondern wie gesagt, ich möchte mal kurz die einzelnen Wagengattungen durchgehen. Am Anfang sehen wir einen erste Klasse Großraumwagen, der trägt die Bezeichnung A für erste Klasse PMZ. Da gab es verschiedene Ausführungen. An zweiter Stelle folgt dann der erste Klasse Abteilwagen mit der Bezeichnung AVM. Bei diesem Wagen ist auffällig, dass er noch eine schwarze Schürze trägt. Das war am Anfang der Intercities noch manchmal zu sehen. An dritter Stelle sehen wir einen weiteren erste Klasse Abteilwagen. Das ist ein Wagen der Bauart Eurofima AVMZ 207. Dieser Wagen ist jetzt von Roco. Biko hat ein neues Modell davon angekündigt, das demnächst erscheinen soll. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wurden die zwei Bloks erste Klasse und zweite Klasse durch
den Speisewagen getrennt. Hier gab es verschiedene Ausführungen. Hier sehen wir einen ARMZ. Das A steht dabei, dass noch drei erste Klasse Abteile im Wagen waren und der Rest war dann Speiseraum und Küche. Es gab aber auch Wagen, die als reine Speisewagen ausgeführt waren. Die trugen dann die Bezeichnung WRMZ. Des Weiteren gab es Speisewagen mit und ohne Stromabnehmer. Ich habe nochmal einen zweiten Speisewagen mit eingereiht. Auch diese kamen bei Intercity-Zügen zum Einsatz. Es handelt sich hierbei um einen Quickpick. Die waren eher ungeliebt beim Reisenden, da sie mit Selbstbedienung glänzten. Kommen wir nun zu den Wagen der zweiten Wagenklasse. Der Klassiker schlechthin ist der BM235. Diese Wagen wurden teilweise umgebaut aus dem BM234. Sie erhielten zusätzlich eine Magnetschienenbremse und waren dann für 200 Stundenkilometer zugelassen. Es gab aber auch Neuwagen von diesem Typ. Dieser Typ war der einzige Wagen im Intercity, der nicht klimatisiert war. Dafür besonders beliebt, glaube ich, bei Eisenbahnfreunden waren natürlich die Fenster noch zum Öffnen. Eine neue Reisekultur ermöglichten dann die zweite Klasse Großraumwagen, die in großer Zahl 1979, also ab 1979, beschafft worden sind. Das waren die ersten Wagen in dieser Ausführung für die Deutsche Bundesbahn im Fernreiseverkehr, zweite Klasse Großraumwagen. So kommen wir auch schon zum Schluss unseres Zuges. Wir sehen bereits die neue Lackierung, die orientrote Lackierung. Und hier sehen wir einen Wagen mit der Bezeichnung BVMZ. Das waren Wagen, die gemischt waren, zweite Klasse Wagen mit Großraum und Abteilen. Diese Wagen kamen ab Ende der 80er Jahre zum Einsatz und wurden bereits in dieser Lackierung ausgeliefert. Diese Lackierung ist auch der Grund für die große Vielfalt dann in den späten 80er und Anfang 90er Jahren unserer Intercity-Züge. Sie waren recht bunt. Und wie das alles ausgesehen hat, das zeige ich euch im Folgenden. Ich möchte euch nun ein paar Intercity-Züge vorstellen, so wie ich sie damals in den 80er, 90er Jahren auch fotografieren konnte. Ihr seht zunächst den Zug hier in Nürnberg bei der Ausfahrt. Ich erzähle ein paar Worte dazu über den Zug, Zuglauf und Besonderheiten. Danach lasse ich ihn ein paar Runden in Michelau drehen. Passt natürlich nicht so ganz zu Michelau, aber wir sehen mal drüber weg. Und zum Abschluss zeige ich euch dann das Vorbildfoto, so wie ich den Zug damals aufgenommen habe. Ich starte mit dem IC 683. Der Zug fuhr von Hamburg-Altona nach München auf der Nord-Süd-Strecke über Würzburg und Nürnberg. Für die 845 Kilometer lange Strecke benötigte der Zug damals eine Zeit von 7 Stunden und 42 Minuten. Ich beginne natürlich mit einem klassischen IC, das heißt eine rot-beige 103. Gefolgt von rot-beigen erste Klasse Wagen, einen Großraumwagen, einen Abteilwagen. Es folgt der Speisewagen auch in rot-beige und dann kommt alles in Ozeanblau-beige mit zweimal BM, dreimal
PPMZ, also drei Großraumwagen, zweite Klasse und hinten nochmal ein BM235, zweite Klasse Abteilwagen. Der IC683 bei der Durchfahrt in Michelau. Auf Gleis 10 ist nun eingefahren der IC581, ebenfalls von Hamburg nach München über Würzburg, aber Augsburg, nicht über Nürnberg, sondern der Zug fuhr direkt von Würzburg über Treuchtlingen, Augsburg nach München. Auch dieser Zug verkehrt in der klassischen Intercity Zusammenstellung rot-beige erste Klasse Wagen und ozeanblau-beige zweite Klasse Wagen. Hauptunterschied ist, ihr habt es schon gesehen, die Zuglok eine 120. Leider kann ich euch hier nur ein etwas antiquitiertes Märklin-Modell anbieten. Ich hoffe da vielleicht nochmal auf die Firma Biko, die ja die 120 ebenfalls im Programm hat und da vielleicht mal eine Ausführung in Orientrot bringt, so wie ich sie hier gebrauchen könnte. Die 120er wurden zu ihrer Anfangszeit gerne auf der Linie 4 von München Richtung Bremen, beziehungsweise es gab auch Züge, die von München nach Hamburg direkt auf der Nord-Süd-Strecke fuhren, eingesetzt. Im Vorbild sehen wir den IC581 bei der Durchfahrt durch den Bahnhof Jossa. Das Bild wurde aufgenommen am 25. Mai 1988. Und zeigt, wie gesagt, den Zug mit der 120, aber in der klassischen Intercity-Ausführung.
der IC581 in der gleichen Zusammenstellung wie der soeben gesehene 683, nur eben mit der roten 120 als Zuglok. Nun sehen wir einen IC in umgekehrter Wagenfolge, das heißt die zweite Klasse sehen wir gleich hinter der Lok. Passend, zufällig passend zur 111. Ja, auch gerade die 111 muss jetzt einen sehr langen IC befördern. Und zwar handelt es sich hierbei um den IC 128. Der von Mittenwald oder auch Seefeld in Tirol sogar, je nach Verkehrstag, über München, Augsburg, Würzburg, weiter nach Frankfurt, Köln und Dortmund gefahren ist. Das Bild vom Vorbild habe ich aufgenommen am 5. Mai 1989 in Winterhausen. Das liegt im Maintal kurz vor Würzburg. Der IC 128 war mit dem Namen K. Wendel unterwegs. So lassen wir ihn jetzt mal rausfahren. Ja, sie hat ganz schön zu schleppen, die 111. Diesmal ist der Speisewagen ohne Stromabnehmer im Dienst. Den Zug möchte ich jetzt nochmal aus der anderen Perspektive zeigen. In langsamer Fahrt begegnet uns der IC 128 K. Wendel. Er besteht immerhin aus 11 Wagen und die 111, denke ich, hat ganz schön zu ziehen mit dem Zug.
Wir stehen jetzt hier in Nürnberg am Bahnsteig und erwarten die Einfahrt des IC 124 aus Innsbruck. Der IC 124 hat den Namen Erasmus. In Nürnberg mussten ja alle IC-Züge Kopf machen, außer die Züge, die von Würzburg Richtung Regensburg-Wien gefahren sind. Die konnten geradeaus durchfahren, aber die Züge aus München kamen vom Westen herein, genauso die Züge aus Würzburg. Das heißt, der Zug fuhr rein und auf der anderen Seite fuhr dann die Lok wieder drauf, die den Zug dann weiter beförderte. Eine E-Lok der Baureihe 103 hat also den Zug jetzt aus München nach Nürnberg gebracht. Normalerweise würde da jetzt am anderen Ende wieder eine 103 an den Zug heranfahren, aber anscheinend ist die Lokomotive irgendwie kaputt gegangen oder aus einem anderen Grund. Auf jeden Fall sehen wir nun eine 110 an den Zug heranrollen. Fast genauso wie wir den Zug hier sehen, konnte ich ihn am 26. Februar 1984 ein paar Kilometer weiter westlich, und zwar bei der Ausfahrt von Fürth, aufnehmen. Der dritte Wagen hat noch die schwarze Schürze, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Leider konnte ich keinen Eurofima erste Klasse verwenden, da ich ganz einfach keinen besitze mit schwarzer Schürze. Wir sehen einen Eurofima erste Klasse Wagen gleich hinter der Lok. Ich habe eben einen normalen Abteilwagen erster Klasse dann mit schwarzer Schürze verwendet. Wir beobachten jetzt den Zug aber bei der Ausfahrt in Nürnberg. So, liebe Eisenbahnfreunde, wir machen einen Sprung ins Jahr 1994. Die orientrote Lackierung hält so langsam Einzug, auch bei den Intercities.
Vorweg sollte man vielleicht noch erwähnen, 1985 hat es eine Änderung im Liniennetz gegeben, und zwar hat man eine fünfte Linie installiert, indem man die lange Linie 1 von Hamburg über das Ruhrgebiet Stuttgart nach München aufgeteilt hat, weil man festgestellt hat, dass doch auch diese Linie da gerade in der Relation Ruhrgebiet Richtung Stuttgart sehr gut ausgelastet war. So hat man diese Linie aufgeteilt. Das war 1985. Ende der 80er Jahre hielt dann immer mehr der orientrote Farbanstrich Einzug bei der Deutschen Bundesbahn. Es ist soeben eingefahren der Intercity 558 Saarland. Dieser Zug fuhr von Dresden über Leipzig, Erfurt, Frankfurt, Mannheim nach Saarbrücken. Ja, wie ihr auch seht oder hört, sind auch nun die neuen Bundesländer mit integriert worden in das Intercity-System. Wie wir gleich sehen werden, befinden sich im IC 558 zwei erste Klasse Abteilwagen, die bereits in Orientrot lackiert sind. Der Rest des Zuges hat noch die klassische Lackierung. Der IC 558 mit Orientrot in der ersten Wagenklasse und die 103, und der Rest ist noch in Ozeanblau-Beige. Liebe Modellbahnfreunde, wir bleiben in der bunten Zeit und sehen hier einen Eurocity, und zwar den Eurocity 27 Josef Haydn. Der fuhr von Hamburg-Altona über Dortmund, Köln, Frankfurt, also übers Ruhrgebiet, dann nach Nürnberg und weiter von da nach Wien. Entsprechend lang war der Zug auch unterwegs. Auf den immerhin 1427 Kilometern benötigte er eine Zeit von 14 Stunden und 32 Minuten. Der Eurocity war mit seinen 11 Wagen auch schon recht lang, und durch die Zusammensetzung des Wagenparks sprengte er auch meinen Bestand an Modellbahnfahrzeugen, sodass ich den dritten Wagen nicht mehr in Orientrot darstellen kann, sondern ich habe ihn in Rot-Beige dargestellt. Und bei dem letzten Wagen konnte ich auch keinen orientroten PPMZ mehr anhängen. Da habe ich mich dann mit einem BM235 beholfen. An der Zugspitze sehen wir die 103-113. Das ist eine der 103er, die einen roten Rahmen besitzt. Genauso wie wir es auf dem Vorbildfoto dann sehen werden. Allerdings sehen wir da die 103-150.
Wir sehen auf dem Vorbildfoto den EC 27 in der Nähe von Wernfeld. Das liegt ungefähr 30, 40 Kilometer nördlich von Würzburg. Nun beobachten wir die Ausfahrt des EC 27. Auf geht's. Ja, da hat die 103 mächtig zu ziehen, die Lüfter heulen schon hoch. Ja, und wie die Zeit so geht, gibt es dann auch die ersten durchlackierten Intercities, alle in Orientrot. Und zwar sehen wir hier den IC 801 Therese Giese. Dieser Zug verkehrte von Berlin nach München über Leipzig und Nürnberg, also auch über unsere Franken. Waldbahn. Den Zug habe ich aufgenommen am 8. Oktober 1995 in Lichtenfels. Über Geschmäcker lässt sich streiten oder lässt sich nicht streiten. Der gesamte Zug ist jetzt orientrot. Es ist nicht mehr auf dem ersten Blick zu erkennen, wo die erste Klasse ist und wo die zweite Wagenklasse ist. Der IC 801 ist genauso durch Michelau gefahren Richtung Nürnberg. Alle Wagen orientrot.
So, und jetzt ist aus der anderen Richtung einmal ein in der City eingefahren, und zwar war das der Intercity 650 Wartburg. Dieser Zug fuhr von Leipzig über Erfurt, Frankfurt und Mannheim nach Saarbrücken. Aufgenommen habe ich den Zug am 29. Juni 1995 in Friedlos, das liegt südlich von Bebra. Planmäßig hatte der Zug eine 103 bis Frankfurt vorgespannt. An diesem Tag war es aber eine 110.1, dazu noch mit alten Einheitslampen. Das wollte nicht so recht passen zu dem modernen Zug, diese doch recht altertümlich anzusehende 110er, noch mit altem Gesicht. Ich habe das Bild gerne mitgenommen, davon lebt die Bahn. Mittlerweile waren die Züge auch fast alle durchgehend klimatisiert. Die BM235 wurden nicht mehr so häufig eingesetzt. Auch dieser Zug war durchgehend klimatisiert in der ersten und zweiten Wagenklasse. IC 650 mit der Ersatz 103 in Form einer 110. Es müssen immer nicht so lange in der City-Züge sein. Es gab auch kürzere Varianten, da möchte ich jetzt noch zwei vorstellen. Zum einen der IC 597 mit dem Namen Adler. Er verkehrte lediglich von Nürnberg über Augsburg nach München. Den sehen wir hier im Bild. Er wird geführt von einer rot-beigen 103 und er besteht aus einem BM, einem BPMZ, also einem Großraumwagen zweiter Klasse, einem weiteren BM und einem AVM erster Klasse Abteilwagen. Adler von Nürnberg nach München. Ein weiterer recht kurzer Intercity war der IC 689
Rottaler Land. Dieser Zug fuhr von Würzburg über Passau nach Eggenfelden. In Würzburg fuhr der Zug ab um 12.27 Uhr. Das Originalfoto stammt aus Kitzingen, also kurz hinter Würzburg, vom 5. Februar 1998. Der Zug besteht ebenfalls nur aus 4 Wagen. In dem Fall sind schon alle Wagen in Orientrot lackiert. An erster Stelle sehen wir auf dem Vorbildfoto einen Eurofima AVM 207. Leider kann ich damit in Orientrot nicht dienen. So habe ich mich für den ganz normalen AVMZ-Abteilwagen entschieden. Mit diesem Blick auf die 111 mit ihrem Intercity 689 Rottaler Land beende ich diesen Film. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, die ganzen Varianten des IC-Verkehrs nachzubilden, nachzubauen. Ich muss ehrlich sagen, es war doch recht aufwendig, die Züge immer so zusammenzustellen, dass das einigermaßen passt. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht oder vielleicht auch etwas mehr Spaß gemacht. Was ich jetzt schon ankündigen möchte, es waren also jetzt ICs quer durch Deutschland fast. Was ich ankündigen möchte, ist einen zweiten Teil. Der zweite Teil, der wird handeln von den Intercity-Zügen auf der Frankenwaldbahn, also speziell von diesen Intercity-Zügen, die auf der Frankenwaldbahn gefahren sind. Das wird noch einen Ticken bunter werden, weil in diesen ICs wurden auch Wagen der Deutschen Reichsbahn eingesetzt. Wann dieser Film kommen wird, das kann ich leider noch nicht sagen. Ich muss da auch die entsprechende Zeit dafür finden. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß mit eurer Modellbahn und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.